Into the thick of it, into the thick of it. Leo? Ja? Sag mal, du warst doch gestern bei Anna, ne? Ja. Ja, komisch. Ich habe gerade Annas Mutter im Kaufland getroffen. Wie schön. Anna ist bei ihren Großeltern in Freiburg. Auch schön. Seit gestern. Sag dich Anna? Ich meine Hanna. Von wegen, Fräulein. Du hast jetzt erstmal Hausarrest. Und das Abendessen fällt erstmal auch aus. Alter, hast du mich eingeschlossen, das darf? Vernicht, ganz recht. Herr Anwalt? Grundsätzlich ist Hausarrest, also das Verbot des Verlassen des Hauses, in Ordnung, wenn man mal Mist gebaut hat. Aber das Einschließen in ein Zimmer kann je nach Sachlage eine Freiheitsberaubung darstellen. Insbesondere dann, wenn man nicht zur Toilette gehen kann oder um was zu essen. Und daher... Danke. Belüg aber nicht mehr deine Eltern, sie machen sich sicher große Sorgen um dich.